Wir haben heute den 23. April. Wir haben jetzt gerade halb 10 und jetzt geht's gleich los zum Comic-Con nach Frankfurt. Und wir haben schon zwei unserer Bahn verpasst, weil wir mal wieder rumgetrödelt haben. Ist halt manchmal so. Aber wir sind trotzdem so um kurz vor halb 11 dann dort und ich freue mich sehr auf den Tag. Harry Melling wird da sein, der hat Dudley gespielt, Natalia, Tina, die Tongs gespielt hat und auch in Game of Thrones mitgespielt hat. Aber Game of Thrones habe ich halt selber nicht gesehen bisher. Muss ich unbedingt noch tun. Und noch ein paar andere coole Schauspieler und so weiter. Es ist mein erster Con, das heißt, ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird. Und ich nehme euch einfach mal mit und mal gucken, was draus wird. Bis dann! So, wir müssen jetzt einfach mal 12 Minuten auf unsere U-Bahn warten. In der Innenstadt. Ich habe vergessen, dass Sonntag ist und habe das Ganze nicht berechnet. Aber egal, warten wir halt 12 Minuten. Die Celine ist auch da. Geht's dir gut? Ja. Worauf freust du dich heute am meisten? Auf Harry. So, wir waren jetzt gerade beim Harry Potter Panel. Ich habe eine Frage gestellt. Und ja, jetzt wollen wir erstmal was essen. Und dann werde ich mir nachher auf jeden Fall noch ein Ticket für ein Fotoshoot holen. Vermutlich entweder Harry oder Natalia. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, tatsächlich von Harry und von Natalia ein Foto zu machen. Ich wollte eigentlich nur eins machen, aber ich glaube, ich würde mich ein bisschen suchen, oder? Wenn ich irgendwie die Chance nicht nutze. Und deswegen gehe ich mir jetzt ein Ticket holen und Kai muss ich auch noch ein Fotoshoot-Ticket holen. Hol dir eins. Mach auch noch eins mit Harry. Hatte ich auch vorgehabt, dass die beiden, bzw. die Harry Potter Darsteller, einen kleinen Gruß zu euch sprechen. Hätten sie auch gemacht, aber dann kam die Mitarbeiter und meinte, nein, das dürfen sie nicht. Und das fanden sie selber auch sehr traurig, also die Schauspieler selbst. Aber ging leider nicht. Und jetzt gibt es keinen Gruß von ihnen, aber sie hätten euch gerne einen Gruß ausgerichtet, das kann ich euch zumindest sagen. Das ist sehr, sehr traurig und das ärgert mich voll, weil ich habe mich einfach nicht um irgendwie Presse-Dings-Gedöns gekümmert. Und hätte ich mich darum gekümmert, dann wäre das viel einfacher möglich gewesen. Wir haben eben gerade hier hinten Lasertag gespielt. Das war mega witzig, das war mega anstrengend. Meine Hand zittert noch voll, weil diese ganz so schwer war. Und ja, es ist unentschieden ausgegangen. Aber der Tag neigt sich jetzt zum Ende zu und wir werden uns jetzt mal Richtung Ausgang begeben. Und ich muss sagen, es war ein sehr